Wenn es einen Kurs gab, ich will es heute nicht wissen. 1+ mit Stern. Ich kann es nicht mehr hören. Und was macht Mimi? Ich glaube, sie kommt demnächst. Kommt. Aber sie kommt spät. Linda reicht's. Die Leute, wenn ich wer zuerst kommt, mal zuerst. Also mich kriegt ihr da nicht raus, sag ich euch ganz ehrlich. Beef und Ärger. Ja, zum Beispiel, dass du mit mir redest, das ist deine Nummer-1-Macke. Einen Schlag ins Gesicht. Willkommen zur großen Übernachtungsfolge vom Bachelor. Wir sind jetzt in der wunderschönen Idylle. Hallo Stinker. Ich brauche eine Frau, die gerne Action hat. Aber auch gerne mal nervt. Viele Grüße von dieser Stelle hier aus an die Mimi. Wie wär's für jede Slow Motion einen kurzen? Wer ist dabei? Bitte in den Kommentaren melden. Mit dem Heimatgefühl. Die ersten Sorgen sind so verflogen. Jetzt glaube ich, hat man die Zeit, sich besser fallen zu lassen. Bei den Frauen, die jetzt hier sind, habe ich allen ein gutes Gefühl. Ganz genau wie der RTL-Mitarbeiter, der hier jetzt mit einer Kandidatin zusammen ist und dem Bachelor eine Frau weggeschnappt hat. Das geht nicht. Heimat. Oder wie eine durchschnittliche Bachelor-Kandidatin sagen würde, Wartezimmer. Die ersten Sorgen sind verflogen. Na klar, keiner kann es ihm verdenken. Er hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann er die Mädchen hier in Deutschland im Bikini begutachten? Hi, gut schaut ihr aus. Servus, grüß Gott. Hier werdet ihr in den nächsten Wochen wohnen. Hier seht ihr, Jacuzzi habt ihr auch und einen wunderschönen beheizten Pool. Geil. Ich gehe gleich auf jeden Fall in Jacuzzi. Safe. Und wie wäre es mit ein bisschen? Knickknack. Safe. Greif zu. Der Ausblick ist doch Wahnsinn, oder? Nicht normal. Fast so schön wie du. Wir würden natürlich jetzt auch gerne was sehen, muss nur Mimi ihr Riesenego mal aus dem Bild räumen. Und wir wissen alle, was spitz werden bei einer Bachelor-Kandidatin so auslöst. Weil ich Respekt vor dem scheiß Schwanz habe. Ein wirklich toller Ausblick. Wir, wenn wir uns den Promis unter Palmcast genau anschauen. Ja, Party. Ja, grüezi. Ja, ich sag doch Österreich, hi. Österreich, Bayern. Oh, sorry. Dann habe ich eine kleine Brotzeit für euch vorbereitet. Greif zu. Außer für dich. Außer für dich? Was heißt das übersetzt? Geh endlich Sport machen. Es gibt hier eine richtige Brotzeit, wenn der Senf das einzig Scharfe hier in der gesamten Sendung ist. Und wenn Mimi nicht mal die einzig kühle Blonde ist, die ständig ausläuft. Die letzten Tage in der Villa waren gar nicht so einfach, da dann so viel Zeit zum Nachdenken hat. Bringt mir eine Ibuprofen hier rein! Und zwar schnell! Einen schönen Sonnenuntergang mit dir. Ja, also es hat mich echt glücklich gemacht. Oh je, die Arme! Da hat ihr Kopf ganz bitterlich geschmerzt. 3 ganze Wochen hatten sie jetzt Zeit zum Nachdenken. 3 ist übrigens auch die Anzahl der Puzzleteile, ab der unsere Ladies hier maßlos überfordert sind. Mich würde mal interessieren, was denken sich jetzt eigentlich die ganzen Kühe hier auf der Weide? Ich brauche noch ein neues Outfit für die Nacht der Rosen. Weißt du, was ich mich bei dir eigentlich immer frage? Wieso du Single bist? Du machst halt so einen positiven Eindruck. Ja. Also du strahlst halt permanent. Da oben sitzen sie, ich werde nicht mehr. Voll schön der Ausblick wahrscheinlich. Nur Nikos Zähne strahlen heller. Aber sag mal, kauft er sich hier einen Gebrauchtwagen oder sucht er die große Liebe? Sehr gutes Absenkbares Fahrgestell. Wenig Vorbesitzer, gepflegt. Wo ist der Haken? Läuft irgendwas aus? Müssen die Silikonabdichtungen erneuert werden? Ich mach mir schon mal mein Bett klar. Bye. Guck mal, wie geil ich schon nach Runter 3 komme, wie sauber das ist. Ey, heute so clean, ey. Da gehe ich heute safe rein. Nehmen okay, wir ciao. Einzelzimmer? Ich nehme safe ein Einzelzimmer. Ich auch. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Boah, mit Dream-Ausblick. Richtig romantic feeling. Die Leute werden sich abpacken, dass sie dieses Zimmer. Einige Leute haben die Bibel im Nachttisch. Linda, die Weinkarte. Sie sagt, sie muss jetzt einfach mal so asozial sein. Ich merke keinen Unterschied zu sonst. Ihr Arschlöcher. Jawohl, jawohl. Oh, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, lass die Schnarcher doch da rein. Sie meinte, wäre sinnvoll, wenn die Schnarcher hier drin schlafen? Nö, wieso? Ich war zuerst da, ich habe mir es geschnappt. Ich bleibe in diesem Zimmer. Außerdem bin ich doch selber ein Schnarcher. Schnarchern oder wie unsere Layla Lauerfeier sagen würde, ihr Best of Dschungelcamp. Die greift so beherzt zu bei der Zimmerverteilung. Das macht sonst eine Bauer Patrick bei wirklich jedem x-beliebigen Hintern. Achtung, Verwechslungsgefahr. Hier machen sie natürlich dem Bachelor den Hof. In einer anderen benachbarten RTL-Sendung machen sie ganz oft einfach nur den Hof. Also ich würde es einfach nur fair finden für alle. Nee, ich bleib hier. Also mit einem Tod muss einer hier sterben jetzt gerade. Ist so. Also mich kriegt ihr da nicht raus, sage ich euch ganz ehrlich. Vielleicht kannst du es dir ja noch mal überlegen, ob... Nein. für die Gruppe es eventuell cool wäre, weil... Mach ich nicht. So, wer schläft da jetzt mit mir? Das war dann vielleicht heute nur die Generalprobe. Linda hat einfach genauso wenig Bock wie Instagram auf den Wendler. Die Gräben sind so tief, hätten sie sich nicht ihren Würgereflex schon ganz lange abtrainiert, sie würden sich alle übergeben. Okay, ihr beide schlaft jetzt da, ja?
Das war eine schwere Geburt. Ich habe immer gehört, ich schnarche sehr elegant. Ich schnarche wie eine Lady. Ist ja so. Gibt's irgendwas, was schlechter ist als Lindas Laune, wenn sie ihr Zimmer teilen muss? Gut, mal von Nikos Frauengeschmack abgesehen. Die Ladies können einfach nicht verstehen, dass sich die Linda so dermaßen daneben verhält. Entschuldigt, aber können wir bitte dann darüber sprechen, dass Steffi vergangene Woche genau eine Pommes gegessen hat? Das war scheiße. Ja, ich fand's mega schön mit dir. Fand ich auch. Ich fand es super angenehm. Und mir gefällt er jetzt auch umso mehr, weil ich einfach viele Dinge so rausbekommen habe. Spoiler, auch Mimi wird da heute noch was rauskriegen. Ich bin auch im Schlafanzug. Kann doch nicht wahr sein. Ihr Lieben, habt ihr Lust mit mir über das Eis zu schlittern? Schlittern? Schlittern, Eier. Ich bin sehr traurig, dass ich schon wieder nicht zum Date eingeladen wurde und deswegen trage ich schwarz. Ach, Nico, ganz ehrlich, ich kann so gut Schlittschuh laufen. Vielleicht hat auch meinen Namen falsch geschrieben. Mimi trauert ganz in Schwarz. Wunderbar, dann weiß sie ja jetzt, wie es ihren Eltern geht, wenn sie sich dieses Spektakel gerade vor dem Fernseher angucken dürfen. Es ist einfach so unangenehm. Ich finde, sie macht sich genauso lächerlich wie Hexi Biggie damals in der Staffel, als sie rausgeflogen ist und den Sebastian nicht in einen Schwan verhext hat. Großes Lob an dieser Stelle mal an RTL. Ich finde, die haben sich wirklich viel Mühe gegeben, was die Zusammenstellung der Damen angeht. Manche können sogar was. Ich kann jetzt nichts Besonderes. Alles Gute zum Dankeschön. Die Frauen verstehen sich auch untereinander blenden und das ist auch schön. Mit Denise habe ich euch jetzt schon ein bisschen Geschichte. So, ich versuche dann immer zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, glaub mir, das kannst du das ist knicken. Und wie genau dürfen wir uns das mit dem Lesen vorstellen? Dass sie so was Mysteriöses an sich hatte, wie so ein Buch, das man erstmal lesen muss, bevor man zum Schluss kommt. Ja, Denise ist sicher echt unsicher. Er und Denise haben ja geknutscht, aber man muss es einfach sagen, er ist ein ganz, ganz besonderer Bachelor. Er knutscht einfach mit allen, weil er ja so fair ist. Bei der Michelle weiß ich nicht, wenn er sie immer und immer wieder auf sie zugeht und immer wieder und sie muss irgendwie nichts machen. Ja, jetzt bist du ja wieder auf mich zugekommen, ne? Dabei steht sie auf meiner Stirn geschrieben, dass ich dich gut finde. Ich will auch deine Macken kennenlernen. Also Unsicherheiten. Was hast du denn für Macken? Ja, verdammt viele. Zum Beispiel? Ich stehe jeden Morgen mit dem rechten Fuß auf. Ich habe aber auch viel zu viele Macken. Ja, zum Beispiel, dass du nicht mehr überredest, dass deine Nummer 1 Macke. Wie oft soll ich dir noch so toll in den Hintern treten, dass das wird? Und was genau sagen wir da? Hey, machst du uns mal eine Tüte? Perfekt. Ja, und bitte eine ordentliche, die es in sich hat. Michelle schaut ihn so intensiv an. Klar, weil sie sich so wunderbar in seinem Gesicht spiegeln kann. Eines dürfen wir heute nicht vergessen. Und das macht der Nico zum Glück auch nicht. Unser billiges Lena Gerke-Double hat heute Geburtstag. Oh, was kommt jetzt? Michelle, möchtest du später noch da bleiben dabei? Oh, ja, unsere Laura hätte so gern ein Impfangebot vom Bachelor erhalten. Bisher ist das Ganze ja eher eine Staffel Temptation Island für unseren Nico und die Mimi. Und jetzt spielt auch noch die Laura verrückt. Oh, so schön hier drin. Leute, ich muss so dringend pinkeln. Wie war's? Hey, wo ist Michelle? Michelle. Ehrlich? Echt nice. Laber nicht! Weil er halt immer auf sie zugeht. Ich kann halt nicht verstehen, warum er sie mag. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie das da zustande gekommen ist. Vielleicht, weil er nicht sein Hobby Glatze. Zum Beruf machen möchte. Sir. Hi. Hallo. Gut, schaust du aus. Pizza. Kennst du das? Lieber gleich zum Nachtisch gehen? Warum bist du so toll? Warum bin ich so toll? Ja. Diese Frage bekommt der Autor von diesem Dialog garantiert nie gestellt. Wisst ihr eigentlich, was der Unterschied zwischen Esther und dem Autoren hier ist? Esther trägt Stroh nur auf dem Kopf. Der Autor, lassen wir das. Es gibt Pizza. Ist es nicht ein bisschen zu früh für die Dream Dates? Er hat sie zur Seite genommen, haben sie noch mal voll lange geredet. Mit uns einen immer nur so super kurz. So sauer. Ich würde es ihm so gerne sagen, aber Ich mach sowas einfach nicht, weil er muss es, entweder er sieht selber oder soll in sein Unglück rennen. Wieso will sie ihn vorher auf Instagram nicht treffen, weil er jetzt der Bachelor ist? Ist es auf einmal was anderes oder was? Sie spielt irgendeine Rolle hier, nur damit sie auf Instagram später wahnsinnig viele Follower oder kam. Er hat auch überhaupt kein Gefühl dafür, welche Frau es wirklich ernst meinen könnte. Deswegen, es ist höchste Zeit für unseren allseits beliebten und bekannten Fame-Scanner. So. Oh, sorry, das war der Herpes-Scanner. Bitte. Doch, sie auch. Sie hat ja mit dem Shuttlefahrer rumgeknutscht. Bei mir war ich so das Gefühl, das war so das Mitleidsding, weil ich Geburtstagskarte habe. Mitleidsding in der Branche auch besser bekannt als Ernesto Montes vor seiner OP. Und danach auch wegen
Zurück in seinem Apartment lässt Nico das Date mit Michelle Revue passieren. Der Abend war traumhaft schön. Michelle ist da! Ganz kurz, wenn es einen Kurs gab, ich will es heute nicht wissen. Okay. Wenn die Michelle weiter ihre Show so abzieht, dann glaube ich sogar, dass sie so sehr weit kommt. Ui, sein Apartment ist ja noch billiger als die Damen in der Nacht der Rosen. Aber lasst euch eines sagen, es ist nur ein kleiner Schritt für euch zu verhüten und ein großer für die Menschheit. Wenn es halt da immer nur darum geht, wie schüchtern sie ist, ja, kann es nicht mehr hören. Wenn die Kamera aus ist, schubst sie ein, ja, haut ein, meine Sachen, haut ein die Jacke, rumpelt mich so um. Ja, jetzt stellt euch mal nicht so an. Anrempeln, ja, aber würde wie die Herren das machen, würde euch danach das Portemonnaie fehlen. Behindert und ja, bescheuert und flucht. Und immer nur, wenn die Kamera aus ist, macht sie das. Ah. Sekunde. Hier ist mal die Kamera aus. Hey, ja. Das will ich nicht. Sie wird also aktiv, wenn die Kameras aus sind. Das kann unsere Carina überhaupt nicht verstehen. Diejenige, die sich wirklich bei jeder Videobotschaft von Nico reflexartig vors iPad setzt und anfängt zu tanzen. Sobald hier Drehschluss, Feierabend. Dann ist es vorbei mit dieser Maskerade. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr hören. Geht nicht. Wie kann man, wenn man sowas wie Mimi und mich mag, wie kann man sowas wie die gut finden? Jetzt ist auf einmal Schicksal. Liebe auf den zweiten Blick. Nein, das ist einfach Dummheit. Ist es Dummheit. Och, Menno, gibt's denn irgendwas, was ein Bachelor weniger mag als traurige Frauen? Also gut, mal abgesehen von Frauen mit Verstand natürlich. Der Bachelor würde Ihnen natürlich raten, bleibt einfach cool und macht das, was er macht. Aber was, wenn Sie eben keinen Bock darauf haben, allen ein gutes Gefühl zu geben und mit jeder rumzuknutschen? Vergesst also eure Bikinis nicht. Fuck! Okay, ich geh mich rasieren. Freust du dich wenigstens? Nee, ich habe keine Lust auf ein Gruppendate. Sehr demütigend. Was soll ich da? Kalter Anzug. Ey, das ist für mich so eine Scheiße gerade. Einen Schlag ins Gesicht. Kein Einzeldate, sorry, aber Nikos Verhalten ist für unsere Linda das, was eine volle Kornflasche in Nadels Hand ist. Völlig unmöglich, das gibt's nicht. Ist ein Schlag ins Gesicht, ne? In der RTL-Redaktion heißt das ja Berufsrisiko beim Bachelor. Also heute ist Game Over. Einfach nur verletzt. Bist du so hübsch für so, für sowas. Damn. Fängt ganz alles geil an. Linda wäre halt einfach so viel lieber richtig reiten gegangen und nicht hier in irgendeinem so blöden Wellenbar. Classic. Jetzt wartet sie halt aufs Einzeldate. Ausgerechnet Linda wäre hier fast hingefallen. Mit die Einzige, die hier normalen Labello verwenden kann, während die anderen ja alle zu Vagisan Forte greifen müssen. Linda hatte nicht die beste Laune. Ja, ich würde aber den machen. Ich weiß. Ja. Hab ich mir schon gedacht. Ich war still an meine Grenzen gekommen. Ja. Ich habe mich da ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Und will einfach wissen, woran das liegt. Das ist eine knaller Frau, guck dich doch an. Du hast einen nicen Buddy. Danke, du auch. Na. Nein, ich hab's ernst. Es war wirklich dann auch ein schönes Gespräch letztlich. Achtung, akute Verwechslungsgefahr. Komische Oceans Apart-Influencer wollen natürlich ihr Sixpack zeigen und es auch sehen, während normale Menschen das einfach gerne trinken. Ist Mimi eigentlich schon explodiert und wird Linda heute Nacht von Mimi noch vergiftet? In den anderen Staffeln war nicht jeder Mann auf jeden Fall so nett. Romantisch, ey, spitzen die sich an. Die sind schon lange geworden, ne? Wir schon mal crashen. Okay. Linda hat jedenfalls verstanden, wenn sie den Nico besser kennenlernen möchte, muss sie nicht zwangsläufig sich mehr öffnen, sondern ihr Kleid. Ich genieße die Nacht der Rosen. Ich auch. Total. Ja, echt? Rosenvergabe. Ich liebe die Rosenvergabe. Die Rosenvergabe liebst du? Ich habe zwar Angst, aber ich mag diese Angstlust wirklich. Also, ja. Ja, es kommen Sachen aus Esther, die wird man nie denken. Sie ist das verrückt. Lust, Angst. Wir, wenn Bea Fiedler in einem Format mitmacht, und das Risiko besteht, dass wir Duschszenen zu sehen bekommen. Und jetzt ratet mal, wer zum Einzeldate bleiben darf. Ich hätte es noch gerettet, aber es war mir sowas von klar, dass es natürlich nicht so sein wird. Bye. Und die reagieren gereizter als der Batida-Marketingchef, wenn die Mädels hier das Logo nicht korrekt in die Kamera halten. Komm her. Einfach nur wir. Nur wir. Schön. Jetzt muss ich dich nicht teilen. Wie ist es eigentlich so umworben zu werden? Genießt du das? Was denkst du? Was denkst du echt generell über mich? Das will ich mal echt wissen. Kann man kennenlernen, muss man nicht. Aber wenn, ist auch okay. Ja, wenn, dann ist halt okay, würde ich nehmen. Ach, Leute, flirten die hier gerade oder hat da doch jemand einen Schlaganfall?
Ich halte das, glaube ich, nicht mehr aus. Ganz romantisch sind sie jetzt also in der Bachelor-Villa oder wie es beim RTL eben auch heißt, Luftpumpenlager. Ich merke das immer bei der Umarmung, wie gut du reinpasst. In deinen Arm? Ja. Und jetzt kannst du auch noch gut küssen. Das ist so, ganz ehrlich, das ist ein unfaires Spiel. Er hat inzwischen einfach schon so viele Mädels geküsst, dass er am Ende des Tages mehr Make-up im Gesicht hat als Desiree Nick. Und dabei läuft The Taste ja eigentlich in Sat 1. Erzähl mir doch mal irgendwas Negatives über dich. Ich bin der Bachelor. Das ist kacke, ja. Du kannst gerne hierbleiben, wenn du willst. Okay. Vor allem lernen wir uns dann zum ersten Mal auch anders nochmal kennen. Sieht er gleich wieder seine Kussbrille mit Fensterglas auf und wir erleben nach Nico Potter und die Kammer des Schreckens den neuen Teil. Nico Potter und der Orden des Fellatio. Mimi schläft jetzt also beim Nico. Das erste Übernachtungsdate in Wendlerkreisen heißt das natürlich. Wir hören die neue Bibi und Tina. Verdammt, na jetzt schließen sie hier die Tür. Aber vielleicht haben ja unsere Frauen in der Villa eine Ahnung, was hier passiert. Hä? Kommt sie wieder heute? Und kommt sie heute nach oder kommt sie nicht? Kommt. Aber sie kommt spät. Ich glaube, sie kommt demnächst jetzt, in den nächsten Minuten. Positiv, wenn sie sich küssen, hält Mimi die Klappe. Negativ, es ist Mimi. Leute, es kann doch einfach kein Zufall sein, dass sich Linda auf Dschungelcamp reimt. Wir hatten so viele schöne, unvergessliche Momente. Und er sagt jetzt immer Moja Mimi zu mir. Das heißt, was kostet eine Stunde? Meine Mimi auf Polnisch. Ich habe die Alte noch besser kennengelernt. Und das ich definitiv wieder ein Stück meines Herzens verloren habe. Herzens ist auch polnisch und heißt übersetzt. Bitte lass es später sein. Also Mimi geht zurück in die Villa und gleich wird sie wieder erkennen, dass sie nicht die Einzige auf der Welt ist. Gut, die Einzige, die sie mag, das stimmt natürlich. Mimsi, da kommt Mimsi, da kommt Mimsi! Erzähl. Wäre das okay, wenn ich gehe? Ja, klar. Nächste Abend ausklingen lassen. Hä, hast du nicht bei ihm geschlafen? Aber ja, war schön. Die Frauen sind einfach Kryptonit für die Emanzipation. Man kann auch bei einem Mann schlafen, ohne dass was läuft. Nein, doch. Es sei denn, man macht bei Prince Charming mit, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Mimi will nicht so richtig erzählen, was da vergangene Nacht lief. Ist aber auch klar, ihr geht's gerade nicht so gut. Sie hat seitdem so eine ganz komische Morgenübelheit. Mein Herz ist offen. Warum? Es ist offen. Wie ist die Chemie? Wo knistert es? Und wo passt es vielleicht nicht? Diese Entscheidung trifft der Bachelor ganz allein. Ihr macht diesmal die Ansprache, wir sind bei euch zu Hause. Herzlich willkommen. Dankeschön. In meinem Zuhause. Wie der Bachelor entscheidet, aber das macht doch die Mimi für ihn. Der Nico nimmt natürlich das offizielle Motto der Sendung sehr ernst. Wie hat Martins Mama so schön gesagt? Ist doch kein Problem. Frauen gibt's wie Sand am Meer. Und dafür ist die Nacht der Rosen natürlich da. Der Chemie knistern. Was ist aber der eigentliche Wunsch? Also mal wieder was Schönes, neben einer Frau aufzuwachen. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass das mit der richtigen Frau klappt. Bis dahin muss er sich einfach mit dem Plastik hier zufrieden geben. Ist dir irgendwas aufgefallen an mir, dass sich irgendwie ändert? Oder was, dass sich irgendwas verändert hat? Optisch? Was meinst du? Es ist nichts Schlimmes, aber ich hoffe, dass du das irgendwann merkst. Okay. Ja, Linda ist vielleicht einfach kein Gynäkologe und kennt sich deswegen nicht so mit Pilzen aus. Ne? Welcher Mann merkt nicht, dass du eine andere Frisur hast? Warum merkt er es nicht? Also es... Daran habe ich nämlich gedacht, warte mal ganz kurz. Er hat es immer noch nicht gemerkt. Dank ihr ist Dieter Bohlens Frisur aus den 80ern jedenfalls nicht arbeitslos. Der hat mich keines Blickes gewöhnt. Ich persönlich würde da halt ganz gerne dran anschließen. Guck mal, wir hatten schon mal so ein ähnliches Gespräch letzte Woche. Da geht es halt nur darum, irgendwie Bestätigung, wo stehen wir gerade? Und nee, das meine ich damit gar nicht. Ich meine jetzt was, so, was möchtest da, wo stehe ich denn? Also nicht gut, nein. Genau. Oh Mann. Ja, das mag schon sein, aber Denise muss erstmal verdauen, dass dir der Kuss egal ist. Und normalerweise verdaut sie, indem sie sich den Finger in den Hals steckt. Nico, überlegst dir einfach nochmal gut, wer hier jetzt welche Bestätigung braucht. Bei Linda ist es ja nur die grüne Taste am Bankomaten, wenn deine Kreditkarte im Automaten steckt. Aber es sind ja auch so, dass die meisten Mädels sagen, du hast schon deine Favoriten. Bin ich ganz ehrlich. Und, ja, aber ich verstehe, also ich meine... Lass mich ausreden! Ja, das war's. Taktisches Geplänkel, es geht um andere Frauen. Da verliert man ein bisschen mein Interesse. Wollen wir zu rausgehen oder wollen wir reingehen? Wir können auch drin ums Eck gehen, wenn du magst. Na, liebe Fake-Lena Gerke, wie fühlt sich das an? Okay, peinlichster Moment im Leben so. Oder wie es bei RTL auch heißen würde, DSDS. Ich verlinke euch hier die witzigsten Castings. Schaut rein, es lohnt sich. Wir Sims-Spieler erkennen natürlich, dass es viel zu früh ist für die Interaktion, Haushalte zusammenlegen und die Kohle abzuziehen.
gefunden. Ich habe irgendwie gedacht, dass er vielleicht trotzdem mal guckt oder mich anlächelt. Er hat auf jeden Fall schon seine zwei Favoriten gefunden. Okay, das sind Leute. Ich habe immer das Gefühl, dass in letzter Zeit ich viele so Bestätigungsgespräche führe. Steffi, lass doch einfach bitte die Finger von Mamis Schminksachen. Das Gespachtle steht dir genauso wenig wie diese Eifersuchtsnummer. Wir gehen hin, wir gucken, wie die Lage ist und entweder du bleibst da und ich gehe alleine wieder rein. Oder wir gehen zusammen wieder rein. Und Christian und ich in einer dummen Situation. Mimi und Denise tun jetzt so, als würden sie sich ein bisschen Batida nachschenken, damit sie hier schön dem Nico auf die Pelle rücken können. Wie würdest du mich denn anflirten? Ich anflirte? Natürlich. Ich dachte, ich flirte die ganze Zeit schon. Kommt das nicht an? Ach, du hast noch nicht so viel getrunken. Nein, was denkst du von mir, dass ich hier wirklich voll laufen lasse, weil ich es nicht ertrage? Ja, das ging mal in die Hose. Das kennt sonst nur Oliver Sanner, wenn er flirten war. Was denken sich Mimi und Denise? Offensichtlich halt das, was sich der Beauty-Doc der ganzen Ladies hier auch denkt. Hätte ich mal nicht so viel gesoffen. Jetzt kommt's zur Entscheidung. Heute vergibt der Bachelor erstmal Noten. Wie wird sich der Bachelor nach so vielen Enttäuschungen entscheiden? Wo knistert es? Und wo passt es vielleicht nicht? 1+ mit Sternchen. Tja, wer ist Klassenbester? Fach Matratzensport? Danke für gestern, Mimi. Na klar, guckt unsere Denise jetzt ein kleines bisschen enttäuscht. 1 mit Stern, das kennt sie nicht. Sie kennt nur einen Stern von ihrer Yelp-Bewertungsseite. Ich wäre echt traurig, wenn ich keine Rose bekäme. Dann würde ich ihn wirklich beleidigen. Nein, würde ich nicht. Aber dann würde ich ihm einen Uppercut geben. Safe. Aber macht euch nichts draus. Wer ausscheidet, wird direkt vom Shuttlefahrer Willi ins Liebesglück kutschiert. Die letzte Rose. Bea, möchtest du diese Rose annehmen? Da kannst du aber lange drauf warten. Haha. Danke für die schöne Zeit. Unsere Nörgeltanten Denise und Laura sind also raus. Tja, mit ein bisschen mehr Ausschnitt hätte es auf jeden Fall die letzte Rose gegeben. Ach nee, sorry. Dafür kommt man ja nur bei Dieter Bohlen weiter. Habe ich verwechselt. Leute, Michelle oder Mimi, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher, wer es wird. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Linda hat Drama gemacht in der vergangenen Folge. Es war ein absoluter Eklat. Ich habe es geliebt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut mal rein. Was ist bei DSDS los? Es ist echt eine absolute Freakshow. Ich habe euch die besten Auftritte in einem Video zusammengefasst. Schaut mal rein. Die ganze Folge Bachelor verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung. Viel Spaß mit allen. Und bis ganz bald. Ciao.